Morgen wird in Bern auf dem Areal vom Inselspital die neue Kinderklinik eingeweiht. Nach einer 14-jährigen Planungs- und Bauzeit ist sie jetzt fast komplett im Betrieb. Die Fachwelt ist begeistert davon, aber Bürger, die die Kosten von gegen 118 Millionen Franken mittragen müssen, sind verärgert über die Nachricht, dass das Gebäude jetzt scheint zu gross sei. Eine Fehlplanung. Was es damit auf sich hat, wollen wir in unserem Bericht versuchen zu zeigen. Auch was in dem neuen Kinderspital heute drin ist, wo man früher in Bern nur davon träumen konnte. Eine moderne Universitätsklinik hat heutzutage eine ganze Reihe wichtiger Aufgaben. Es handelt sich zunächst einmal um die Pflege der uns anvertrauten kleinen Patienten, ferner um die Lehre, die die anspruchsvollen modernen Gesetze der Didaktik entsprechen muss, und drittens die Forschung. Ohne Forschung kann selbstverständlich das Leben einer Universitätsklinik überhaupt sich nicht entfalten. Ein grosser Teil der Erforschung der Krankheit muss im Spital selber passieren. Zwei Laborgeschosse sind allein für das reserviert. Auch ein Resultat dieser Forschung. In den letzten 15 Jahren ist die durchschnittliche Aufenthaltszeit der kleinen Spitalpatienten auf die Hälfte gesunken. Und das hat jetzt zusammen mit dem Geburtenrückgang und der Rückwanderung der Gastarbeiter zur Folge, dass das neue Kinderspital heute um zwei Bettengeschosse mit je 50 Kinderbetten gross ist. Jetzt sind dort andere Abteilungen vom Inselspital zu Gast, die sonst selbst den Neubau aufstellen müssten. Manches, wo man in einem Spital einen erwartet, ist jetzt auch zu Bern endlich möglich geworden. Diese so breitspätrige Kinderheilkunde benötigt dann noch um Spezialisten. Nun, in der neuen Kinderklinik haben wir sowohl räumlich wie technisch alle diese Einrichtungen realisieren können, die uns ermöglichen, aufs Beste diese Aufgabe zu erfüllen. Das Zusammenwirken der Kindermediziner, der Kinderchirurgen, dem Zentrum für zerebrale Bewegungsstörungen sowie dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin gestattet der jungen Ärztegeneration eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten mit seinen vielschichtigen Problemen. Sobald das Kind sein Krankenbett verlassen kann, wird es im Spielzimmer, welches auf jeder Etage vorhanden ist, mit den anderen Kindern, mit den Kindergärtnerinnen und mit den Eltern den größten Teil seiner Hospitalisationszeit verbringen können. Das Ziel dieser Bemühungen wäre, dem Kind und den Eltern den Spitalaufenthalt als positives Erlebnis zu gestalten.